Ein kleines Beben auch auf dem Schulhof der Realschule Plus in Birkenfeld. Gewalt gegen Frauen für die 200 Schülerinnen, ein wichtiges Thema. Und das wollen sie zeigen. Auch die 16-jährige Nadja. Ich finde die Organisation sehr gut, weil ich auch selbst Gewalt erfahren habe und finde, dass viel mehr Leute aufstehen müssten, viel mehr und einfach sehen müssen, dass Gewalt immer ein Thema ist. Über ihre eigene Geschichte will sie nicht reden, wohl aber ein Zeichen setzen, denn sie weiß, sie ist nicht allein. Man erfährt das auch von Freunden, wenn die zu Hause auch Probleme haben oder wenn einfach mal darüber geredet wird in der Schule. Wir haben ja auch Sozialarbeiter, die viel mitbekommen und da hören wir auch vieles, was auch schockt. Die Mädchen haben die Aktion gemeinsam mit dem Frauennotruf Idar-Oberstein vorbereitet, ohne Jungs, damit sie freier reden können. Dann aber kamen die Jungen doch mit ins Boot. Erstens mal kamen Jungs, die gesagt haben, ach lustig, wir stellen uns hin und lachen. Und dann kamen aber auch Jungs, die gesagt haben, wir würden aber auch gern mitmachen. Es gibt auch Jungs, die von Gewalt betroffen sind und wir sind doch auch dagegen. Auch wenn sie nicht mittanzen, wollen sie den Mädchen den Rücken stärken. Es ist ihnen sogar egal, wenn andere Schüler über sie lachen. Ja, manche haben auch schon geschmunzelt. Das fand ich auch eigentlich, zollte es nicht an Respekt. Das ist einfach nur peinlich. Wenn sie lachen, dann wahrscheinlich eher im Hintergrund, wenn ich nicht da bin. Aber mir ist es eigentlich egal. Mädchen, deren Frauenbild geprägt ist von Topmodel, tanzen alle gemeinsam gegen Gewalt. Zusammen stark sein, eine wichtige Erfahrung für die Schülerinnen. Was die Mädchen in dieser Solidarität auch mit den Frauen hier erlebt haben, ist eine Forderung auch an den Alltag. Und ich würde mir wünschen, dass es Wege gibt, es weiter jetzt zu erhalten. Das kleine Beben der Schülerinnen im Birkenfeld hat jedenfalls in den Köpfen schon viel bewegt.